Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate, Woche 10. Ich fange mal mit dem Montag an, so wie immer. Der Montag war ja eigentlich frei, das war ja der 1. Mai. Dennoch habe ich an dem Tag einige Fotos bearbeitet, die ich noch bearbeiten musste, die ich dann nicht am Dienstag gemacht habe, sondern die habe ich dann halt am Montag gemacht. Habe so die Zeit genutzt noch ein bisschen. Und ja, das war's. Also da habe ich einfach nur Fotos bearbeitet. Das waren, ja, Autofotos und noch irgendetwas anderes. Egal. Dienstag. Da jetzt wird's spannender. Am Dienstag habe ich nämlich, war ich Vertretung für die eigentliche Fotografin. Für Christina war ich die Vertretung. Da ging es zu dem Logistikkonzern BLG. Die sitzen hier, die kommen hier aus Bremen. Und dort wurde ein neues Gebäude, ein neues Logistikzentrum wurde eröffnet. Das Gebäude heißt C3. Und dort für die Eröffnung kam der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und da habe ich dann Fotos gemacht, ganz schön viele. Ich habe alles begleitet von Anfang bis Ende. Strom erzeugen können. Das sichert eben auch nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort, sondern es sorgt eben auch für eine gewisse energiepolitische Souveränität. Und habe die hochgeladen. Ich glaube, ich habe so 40, 50 Bilder hochgeladen, weil ich wollte halt einfach alles repräsentieren, so was ich so gesehen habe, was es da zu sehen auch gab. Und auch jedes Bild quasi im Querformat und nochmal ein Hochformat. Sonst, ja, deswegen sind es halt 50 Bilder, sonst wären es nur 25. Die habe ich hochgeladen ins DCX, in dieses Programm, wo die ganzen anderen Redakteure drauf zugreifen können und wo einfach alles drin passiert bei der Zeitung. Und am Ende wurden zwei Bilder ausgewählt, die kamen auch in die Zeitung und auch ziemlich groß, aber erst am nächsten Tag, am Mittwoch. Davon habe ich am Dienstag gar nichts mitbekommen, weil am Dienstag war ich dort vor Ort. Ich bin zur Arbeit gefahren, habe ein Auto genommen, was ich gemietet hatte. Für den Tag habe ich es reserviert. Bin mit dem Auto dort zu BLG gefahren, habe die ganze Chose dort fotografiert. Das ging so bis mittags, glaube ich. Dann auf zurück mit dem Auto zum Pressehaus. Dort angekommen, Bilder hochgeladen und bearbeitet. Also hochgeladen auf meinen Rechner, bearbeitet. Hat ein bisschen gedauert, weil bei mir hat am meisten Zeit gefressen, die ganze Verschlagwortung, die Metadaten richtig zu setzen. Aber das war, ich glaube, bis 17 Uhr waren dann alle Bilder online. Und dann habe ich Pause gemacht und auch schon relativ früh Feierabend, weil ich auch früher angefangen habe. Genau. Dann am Mittwoch, ich kam zur Arbeit und gucke in die Zeitung rein und sehe mein Bild in der Wirtschaftsteil, nämlich die Bilder, die ich am Dienstag gemacht habe bei BLG, die waren für die Wirtschaftsseite. Und am Mittwoch gucke ich in die Zeitung und sehe ziemlich groß mein Bild in der Zeitung, was ich gemacht habe, von Robert Habeck mit dem Chef von BLG und noch ein paar anderen, wie mit dem Bürgermeister und einer Senatorin. Genau, und auf der Seite waren, wie gesagt, schon zwei Bilder von mir. Einmal ziemlich groß dieses Aufmacherbild und unten nochmal klein ein Bild von einer Mitarbeiterin, die dort in der Verpackung gearbeitet hat, oder arbeitet. Genau, dann am Mittwoch, wie jeden Mittwoch, gab es das grüne Sofa-Treffen mit meinem Chef. Da haben wir wieder alle möglichen Sachen besprochen. Diesmal konnte ich zwei meiner Reportagen fertig zeigen. Das heißt, ich habe die Bilder ausgedruckt, mitgebracht und da hingehangen. Nämlich einmal die Secondhand-Story-Fotoreportage und die Klärwerk-Reportage. Habe dann ungefähr gezeigt, das wären meine 8 bis 10 Bilder, die ich mir vorstellen könnte mit dem jeweiligen Aufmacherbild. Dann haben wir nochmal darüber gesprochen und er hat da so seinen Senf zugegeben, was er gut findet, was er nicht gut findet, und das war eigentlich ziemlich okay. Und ja, dann hat er mich damit hochgeschickt zu den Grafikern. Ich habe mir einen Grafiker ausgesucht, der Zeit hatte, und mit dem habe ich das besprochen. Der hat sich rangesetzt und hat dann auch schon direkt ein Layout gemacht für die Klärwerk-Story. Secondhand-Story, die wurde noch nicht angefasst, aber die ist auch schon geplant. Ja, dann, das war es eigentlich soweit für den Mittwoch. Da habe ich noch so ein bisschen geplant, was demnächst so ansteht an Sachen. Ja, Donnerstag. Da habe ich viel recherchiert, Mails geschrieben und Anrufe getätigt und geplant, was so in Zukunft noch anstehen könnte an Fotoreportagen.
und an anderen Aufgaben. Dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich am Freitag dem lieben Moritz, der mit mir die JVA-Story gemacht hat, die heute am Samstag online gegangen ist, nämlich heute am Samstag, ich drehe das heute am Samstag, den 6.5. Heute kam meine Fotoreportage 2 online. Oder ja, nicht nur online. Nee, die war heute in der Zeitung, in der Wochenendausgabe, in der Samstagausgabe beim Weser Kurier und geht online einen Tag später, nämlich am Sonntagmorgen. Da wird die online freigeschaltet und dann kann man sich die auch dort anschauen. Für Leute mit dem Abo. Genau. Und am Donnerstag habe ich halt den Anruf von Moritz bekommen, der mit mir diese Reportage gemacht hat, ob ich ihm bei einem Auftrag am Freitag helfen könnte. Ich habe gesagt so, ja klar. Aber er hat dann nochmal mir zurückgeschrieben, dass dies wohl doch einer der Hauptfotografen macht. Und nicht ich. Egal. Für Freitag war dann geplant, dass ich morgens früh aufstehe, Drohnenfotos mache, einmal zum Sonnenaufgang und einmal dann nochmal mittags. Dann hätte ich das für Moritz gemacht, was leider dann doch wieder ausgefallen ist. Danach habe ich dann Motorrad fotografiert. Kommt zu der Drohnensache ganz am Anfang des Tages. Ich bin früh aufgestanden, bin dahin gefahren, hatte die Genehmigung zum Drohnefliegen und dann wollte die Drohne nicht. Nämlich, die Drohne hat selber nochmal Karten drin, die nicht dem deutschen Normen korrekt ist. Also die zeigen nicht die aktuellen wirklich Karten, wo man fliegen darf und wo man nicht fliegen darf. Nur so ungefähre. Und da stand halt drin, dass man nicht fliegen darf, nur mit Genehmigung. Ich hatte die Genehmigung ja und dann musste ich es aber nochmal DJI-seitig nochmal freischalten. Habe ich dann an dem Morgen erst gesehen und dann probiert, war dann auch freigeschaltet, aber die Drohne hat das irgendwie nicht akzeptiert, das kam nicht bei der Drohne an. Ich glaube zu wissen, dass ich aktuell den Fehler behoben habe, ich habe es noch nicht getestet, muss ich mal ausprobieren. Genau. Dann hat das halt nicht geklappt. Ich war da früh morgens, es war echt ein schöner Sonnenaufgang, aber es hat einfach nicht geklappt mit den Fotos. Also sind die ins Wasser gefallen, ich bin wieder nach Hause gefahren, habe was gefrühstückt und bin dann nochmal zur Arbeit gefahren. Habe mich dann an den Rechner gesetzt, ein paar Bilder gemacht und bin dann losgefahren mit dem Auto, das ich reserviert hatte, zum Motorrad, was ich fotografiert habe fürs Lokale. Da ist nämlich, was passiert, dass ein Motorradfahrer ja, ein Wheelie gemacht hat, etc. und sein Motorrad verloren hat. Also der hatte es von der Polizei beschlagnahmt, sein Führerschein auch. Und dann kam eins zum anderen und das hat er lange Zeit nicht wiederbekommen, das Motorrad. Und jetzt schon. Und jetzt sollte ich ein Foto davon machen, damit diese ganze Story auch in der Zeitung, ja, abgedruckt wird. Dann habe ich mich mit meinem Chef Stefan getroffen. Er hat mir gezeigt, wie man eine Online-Bildstrecke anlegt für meine Reportagen, über die ich ja auch eben schon gesprochen hatte. Nämlich habe ich für die Reportage, die heute online, also die heute gedruckt wurde, in der Zeitung war, die morgen online geht, für die habe ich die Bildstrecke quasi angelegt. Er hat mir gezeigt, wie das geht und dann sollte ich es selber vervollständigen, bin dann zu ihm gegangen und dann habe ich das, als ich es fertig war, ihm gezeigt. Er hat das abgesegnet und dann auf geplante Veröffentlichung gestellt für heute, für Sonntag. Ja, das war's soweit für diese Woche. Noch so ein kleiner Side-Fact. Ich hatte am Mittwoch noch ein kleines TFP-Shooting mit jemand Neues aus Bremen. Lief ziemlich gut. Bilder sind auch richtig cool geworden. Und letztes Wochenende war ich ja bei den Tulpenfeldern in Holland. Auch ziemlich nice. Da wird es demnächst einige coole Fotos geben. Entweder auch hier auf YouTube oder auf Instagram. Nochmal danke fürs Schauen dieses Videos. Viel Spaß beim nächsten Video oder mit anderen Videos auf meinem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne neue Woche, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Haut rein. Tschüss.